natürlich durchkommen heute. Fragen dann gerne, da ist mit Sicherheit noch Zeit am Ende. Wenn Ihnen was auffällt, was wissen wollen, dann sprechen wir gerne darüber. Damit Sie aber auch mich hier sehen, wie ich hier bin und gerade auf der Kamera, wer so dazugehört, wer ich da so bin. Ich habe mal vor vielen Jahren mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe mittlerweile beim TÜV Rheinland den Status des Cybersecurity-Trainers, habe mal so eine Zertifizierung zum Teletrust Information Security Professional gemacht, bin so mittlerweile seit 20 Jahren sogar ein bisschen mehr IT-TK-Umfeld unterwegs, habe eine lange Historie bei der Vodafone hinter mir in verschiedenen Bereichen dabei, bin jetzt seit einigen Jahren beim SIBB da auch aktiv als einer der Forensprecher für das Forum Informationssicherheit. Und wir kümmern uns halt um das ein oder andere Thema zu Sicherheit, Informationssicherheit, Datenschutz und solche Sachen. Ich habe auch das ein oder andere veröffentlicht von Fachartikeln zu dem ganzen Thema Informationssicherheit. Auch so ein bisschen mit dem industriellen Fokus dabei. Warum? Denn ich bin jetzt seit einigen Jahren bei der Phoenix Contact Cyber Security in Berlin tätig. Wer die Phoenix Contact nicht kennt, ich bin ehrlich, bevor ich da angefangen habe, vor vielen Jahren, kannte ich sie auch nicht. Ist ein großer oder ist mittlerweile eine große Unternehmensgruppe, die weltweit tätig ist. Alles, was man so in der industriellen Automatisierung findet, industrielle Kommunikation, Komponenten, Steckersysteme, alles, was man finden kann. Unter anderem auch Lösungen für Netzwerke, für Security und sowas. Verantwortlich bin ich da für alles, was sich rund um das Thema Services und Solutions dreht. Das bedeutet, mit den Kunden gemeinsam arbeiten rund um das Thema Cybersecurity und auch die ein oder andere Empfehlung geben zu Lösungen, was man so machen kann. Phoenix Contact hat da auch eigene Produkte, aber es soll jetzt hier bitte kein Werbeblock sein. Wir sind ja hier für den SIBB aktiv. Ja, nebenbei bin ich dann auch noch bei uns der IT-Sicherheitsbeauftragte. Deshalb habe ich mich auch das ein oder andere Mal mit so Themen wie Business Continuity Management auch zu beschäftigen. Was haben wir so in den nächsten Minuten hier? Ganz klar natürlich, worum geht es eigentlich beim BCM? Da sind so Bestandteile wie die Business Impact Analyse, das Risikomanagement, die Risikoanalyse, keine Angst, wir führen das nicht alles komplett durch, weil das ist dann doch ein eher mehrtägiger Prozess. Aber dass Sie mal einen Überblick bekommen, was das so ist. Notfallkonzept, was dazugehört, ein kurzer Ausblick, was sind eigentlich so Audits, was kann man da machen, auf was kann man da zurückgreifen, wo muss man drauf achten und dann eine kurze Zusammenfassung, was Sie denn heute gehört haben und vielleicht das eine oder andere mitnehmen sollten. Starten wir nun mit dem Business Continuity Management. Hier als Zitat aus der Norm, der Zweck eines BCMs ist das Vorbereiten, Bereitstellen und Aufrechterhalten von Kontrollen und des Vermögens, die allgemeine Fähigkeit eines Unternehmens zu steuern und den Betrieb während einer Störung aufrechtzuerhalten. Klingt total irgendwie kompliziert, ich muss das auch mal ein paar Mal lesen, aber im Endeffekt geht es darum, wenn irgendwas passiert, was muss ich halt tun, ne? Und wie schaffe ich es irgendwie, dass ich die Kontrolle darüber habe, mein Unternehmen noch am Leben zu erhalten, mein Vermögen zu sichern, das sind so die Sachen dabei. Was muss ich dabei natürlich betrachten? Das ist ein Lebenszyklusmodell. Also es ist nicht eine Sache, die ich einmal statisch installiere oder einbringe, sondern das ist dann wirklich ein Lebenszyklus, klassischerweise der PDCA-Zyklus. Plan, Do, Check, Act und das dann immer wieder. Ne? Ich plane etwas, ich setze es um, ich überprüfe das und gegebenenfalls muss ich was anpassen dabei. So wie es halt immer ist, für alle möglichen Sachen gibt es Standard. In dem Fall BCM ist der Standard, ein ISO-Standard 22301 aus dem Jahr 2019 und heißt Sicherheit und Resilience Business Continuity Management System und die Anforderungen daran. Wenn ich ein bisschen Unterstützung haben möchte, nämlich was sind denn wirklich Sachen quasi als Guidance sozusagen, so wird es auch genannt, dann wäre das die ISO 22313 aus dem Jahr 2020 und die heißt dann Security und Resilience Business Continuity Management System Guidance on the Use of 22301. Also da werden dann ein paar Hinweise gegeben, aber glauben Sie nicht, dass das sehr detailliert ist, sondern dass es sehr oberflächlich was zu tun ist. Ja, ist dafür da,
um halt dem Unternehmen zu helfen, die Risiken von Betriebsunterbrechungen, egal wo sie herkommen, ob es Naturkatastrophen sind, ob es irgendwelche technischen Störungen sind, ob es Ausfall von Ressourcen ist, die halt entsprechend zu reduzieren. Und was dazugehört, Sie werden es nicht glauben, aber eben schon mal gehört haben, Business Impact Analyse, die Risikoanalyse und die Notfallplanung sind im BCM verankert. Ich gehe mal davon aus, jeder hat mal von der Audi AG gehört, als es diesen Dieselskandal gab und der damalige CEO, der Rupert Stadler, im Juli 2018 dann irgendwie nicht mehr fähig war zu agieren. Gehen Sie mal davon aus, Audi hat da auch ein BCM gehabt, also ein Business Continuity Management. Was halt passiert, wenn Ihre oberste Führungskraft nicht mehr da ist, der entsprechende Aufgaben, die er hatte, wie die zu übernehmen sind, um halt den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Klar, das ist ein großes Unternehmen, es ist nur eine Person, die wegfällt, aber es ist immerhin der Vorstandsvorsitzende gewesen dabei. Also auch dafür gibt es BCM-Sachen. Wir haben dann eher so ein bisschen nachher auch in den Beispielen eher so den Fokus auf halt IT-Umgebung, geht ja um Informationssicherheit dabei. Ja, die Business Impact Analyse, oftmals auch BIA genannt. Das ist halt ein Prozessschritt in diesem Business Continuity Management Lifecycle und da geht es darum, kritische Geschäftsprozesse und auch deren Ressourcen sowie auch die Kenngrößen für deren Wiederanlauf nach Unterbrechung zu ermitteln. Also welche Prozesse sind bei mir wichtig, welche Priorität haben die und welche Ressourcen brauche ich dann in einem Notfall, um das halt am Leben zu halten. Das ist dann eine Methodik, wo dann eine große Sammlung entsteht, was ich für Prozesse und Funktionen innerhalb meiner Organisation habe und natürlich ganz wichtig dabei, das darf nicht in Vergessenheit geraten, welche Ressourcen benötige ich. Und dazu gehören auch Menschen, dazu gehören Gebäude, Maschinen, Strom, alles solche Sachen. Wichtig ist auch, dass man halt schaut, welche Prozesse sind voneinander abhängig. Also auch das ist hier so ein großes Thema, weil das kann einen ganz entscheidenden Faktor haben. Ja, auch dafür gibt es einen Standard für die Business Impact Analyse. Das ist die ISO 22317 aus dem Jahr 2015. Ist dann halt auch Teil des Business Continuity Management. Das ist ja alles, was sich mit 22.3xx beschäftigt. Und das sind dann halt die Richtlinien für die Business Impact Analyse. Die Auswirkungen, die die Prozesse haben können, beziehungsweise auch der Ausfall von diesen Geschäftsprozessen, der kann auch monetär beziffert werden. Also da kann es auch durchaus um den einen oder anderen Eurobetrag gehen, aber auch nicht monetäre Aufwände natürlich, die da irgendwo im Raum stehen. Wichtig ist dabei, dass die Business Impact Analyse im ersten Step sich, dass im ersten Step die Geschäftsprozesse und Organisationseinheiten ausgewählt werden, die nicht relevant sind, weil die muss man nämlich gar nicht betrachten. Die, sagen wir, die haben jetzt hier irgendwie gar nichts mit den wirklichen Überleben des Unternehmens zu tun. Die sortiert man erstmal aus und übrig bleiben dann natürlich alle wichtigen Sachen. Oftmals ist es so, dass die unwichtigen dann ein Stück weit von der Anzahl mehr sind, als die, die halt wichtig sind. Ja, im nächsten Step werden die möglichen Schäden analysiert. Was passiert, wenn halt dieser Prozess nicht mehr funktioniert? Und dann wird halt geschaut im nächsten, wie sind denn die Wiederanlaufparameter dafür? Also anhand des zeitlichen Schadensverlaufs und der zu erwartenden Schadenshöhe werden dann die Wiederanlaufparameter, sogenannte maximal tolerierbare Ausfallzeit, die Wiederanlaufzeit oder auch das Wiederanlaufniveau definiert. Es muss ja nicht sein, dass ein Prozess wieder komplett zu 100% verfügbar ist. Vielleicht soll irgendeine Anlage, irgendein IT-System, es reicht erstmal, wenn wieder E-Mail versendet werden können und das Intranet ist erstmal nicht notwendig zum Beispiel. Ne? Ja, dann werden die Geschäftsprozesse anhand ihrer Kritikalität priorisiert. Wenn da halt die Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Prozessen sind, dann wird man das entsprechend hier verankern. Und wenn daraus auch wieder Anlaufparameter, Veränderungen resultieren, das natürlich auch berücksichtigt. Ja, dann schaut man sich die Ressourcen an für den Normal- oder auch den Notbetrieb. Das heißt, nachher reicht es ein Notbetrieb, weil ich halt ein entsprechendes Niveau
definiert habe, was für mich ausreichend ist oder halt der Normalzustand. Ja, das können Gebäude sein, das können Personen sein, das kann auch Papier sein, wenn man das für irgendwas unbedingt dabei braucht, ganz unterschiedlicher Natur. Ja, und dann natürlich Kritikalität und wieder Anlaufzeiten für die Ressourcen auch bestimmen, weil die brauche ich ja dabei, die Ressourcen. Also brauche ich vielleicht irgendwie ein Ersatzgebäude oder ein Ersatz-IT-System? Habe ich das irgendwo ausgelagert? Auch dafür wieder Anlaufzeiten und Ressourcen zu haben. Klingt ganz einfach, ist aber nicht ganz einfach, ist natürlich immer mit Fleißarbeit verbunden dabei, ist ein sehr, ich sag mal, theoretischer Prozess dahinter, obwohl er natürlich auch praktische Teile dabei hat, weil man auch mit den einzelnen Fachabteilungen sich auseinandersetzen muss, weil die kennen halt die Prozesse am besten dabei. Das mal so als Überblick für die Business Impact Analyse. Risikomanagement, das ist ein großer Part in diesem Business Continuity Management. Auch dafür gibt es nochmal eine Norm, die ISO 31000 und dann aus dem Jahr 2018. Das sind die entsprechenden Leitlinien dafür. Man muss immer ganz klar sagen, dieses Risikomanagement, das ist auch ein Stück weit eine Führungsaufgabe. Also das kann nicht nur an den Bearbeiter, der an irgendeiner Anlage steht oder der irgendwie irgendein IT-System betreut, übergegeben oder übergeholfen werden. Natürlich müssen die daran mitarbeiten, weil die sich oftmals mit den Themen besser natürlich auskennen. Aber ansonsten ist das wirklich eine Führungsaufgabe, weil nachher muss das Management die Risiken oder mit den Risiken umgehen. Was das so ist, das gucken wir uns gleich an. Ja, im Rahmen dieses Risikomanagement, auch da werden natürlich die Risiken für die einzelnen oder für die Gesamtorganisation identifiziert, runtergebrochen, für die einzelnen Einheiten auch dabei. Die werden analysiert und entsprechend bewertet. Man muss halt schauen, ob übergeordnete Ziele des Unternehmens, der Organisation, für das Risikomanagement auch relevant sind und festzulegen sind dabei. Man stuft die einzelnen Risiken ein, bewertet die einzelnen Risiken. Das schauen wir uns gleich mal an, wie sowas aussehen kann. Und da gibt es dann unterschiedliche Methoden natürlich für so eine Risikoermittlung. Man muss die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Teile der Risikoanalyse definieren. Man muss Ressourcen dafür bereitstellen, weil das ist schon ein Aufwand, den man dazu betreiben hat. Und natürlich auch die Personen, die daran mitarbeiten, die brauchen eine entsprechende Qualifikation dafür. Ja, und auch da, das Thema Risikomanagement ist ein PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, also ein fortlaufender Prozess natürlich. Risikomanagement, mal so ein paar Begriffe eingeworfen. Risikoidentifikation, ganz klar, da geht es darum, quasi eine Liste zu erstellen der verschiedenen Risiken im Fall, wenn das halt IT-Systeme sind, dann ist das eine Übersicht der entsprechenden Systeme, die man da hat. Da kann man entsprechend die Experten dazu befragen, also die Fachbereiche, die das machen. Ja, wie man auch immer vorgeht, bestenfalls ist es dann eine Übersicht, eine Liste, die man dann hat. Eine Risikomatrix. Das ist eine detaillierte Erfassung und Bewertung, die man nachher auch für das Gesamtrisiko von so einem Unternehmen benötigt. Da sind halt alle, in dem Fall, wenn wir wieder von IT-Systemen sprechen, die ganzen technischen Anlagen aufgezählt, die Prozesse, die vielleicht da irgendwo eine Rolle zu spielen, die Risikofaktoren. Und dann gibt es eine Dimension dazu, die Eintrittswahrscheinlichkeit. Das schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Risikovermeidung, naja. Das ist relativ einfach. Ich unterlasse einfach diese risikobehaftete Aktivität und dann ist sie halt nicht mehr da oder ist das Risiko halt nicht mehr da. Eine Risikominderung, die reduziert das Risikopotenzial auf ein von mir akzeptiertes oder akzeptables Maß und versucht dann die Eintrittswahrscheinlichkeiten des entsprechenden Risikos zu minimieren oder zu reduzieren. Risikoakzeptanz, das ist natürlich das Risiko, was noch da ist, das akzeptiere ich halt. Ja. Also es wird erreicht, wenn das Risiko unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder vielleicht auch technischen Möglichkeiten die Restrisiken, die dabei auftreten, dann als vertretbar bewertet werden. Ne. Und dann sagt man, okay, ich gehe das Risiko halt ein, ich akzeptiere das Risiko, weil der Aufwand, das technisch zu lösen, würde deutlich mehr kosten als der Schaden, der dadurch irgendwie eintritt. Restrisiko.
Naja, das ist halt das, was übrig bleibt, wenn ich alle möglichen Schutzmaßnahmen, die es irgendwie möglich war, entsprechend angewandt habe. Mehr kann ich nicht machen. Ein Grenzrisiko ist das größte noch vertretbare Risiko bei Einhaltung der vorgehenden Standards. Also ein Stichwort ist dabei Stand der Technik. Und das ist oftmals auch wenn es oftmals nicht so genannt wird, aber da kann ich halt nicht mehr machen, ne? Weil die Technik gibt nicht mehr her. Ich kann nicht mehr als verschlüsseln, vielleicht irgendwo. Ich habe irgendwie halt da ein technisches Limit drin. Risikowahrnehmung ist ein ganz spannendes Thema, weil jeder natürlich irgendwo Risiken anders wahrnimmt. Eine Einflussgrößen sind sowas wie Freiwilligkeit. Ist man denn freiwillig mit dem Risiko? Irgendwie muss man sich damit auseinandersetzen. Oder auch sowas wie Kontrolle, Vertrauen oder auch Erfahrung, ne? Wie oft hat man denn schon so ein Risiko halt gehabt? Wie oft musste man sich da schon mit auseinandersetzen? Und jeder ist da halt wirklich anders unterwegs. Subjektiv nimmt jeder halt das anders. Das war Risikodiversifikation. Da ist das relativ einfach, auch wenn es kompliziert klingt. Da sieht es so aus, dass ich einfach mein Vermögen, dann entsprechend die Risiken, die ich dann habe, auf unterschiedliche Vermögensmassen oder unterschiedliche Bereiche aufteile. Risikotransfer, das macht jeder von uns wahrscheinlich, sei es er hat ein Auto oder irgendwas anderes, das ist das Klassische, ich übertrage das Risiko an Dritte. Sei es, ich habe eine Versicherung zum Beispiel, ne, einen Risikoträger dafür oder ich lagere irgendwelche Leistungen aus, Dienste aus. Risikokontrolle, da geht es natürlich um die Überwachung, der einzelnen Risiken, die zu identifizieren, immer im Blick zu haben. Und die Risikokommunikation oftmals vergessen, aber ein extrem wichtiger Faktor, dass man auch so eine Sachen wie Restrisiko, Grenzrisiko oder Risikoakzeptanz, dass sowas auch kommuniziert wird an alle Beteiligten, ne? Denn da kommt es wieder, jeder nimmt es anders wahr. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann zu guter Letzt hier die Risikotragfähigkeit. Das ist einfach die Fähigkeit, die Folgen, ja, ich sag mal, das nennt sich schlagend gewordener Risiken auffangen zu können. Ne? Also ja, wir können die Risiken wirklich tragen. Geht so ein bisschen einher mit den Sachen Risikoakzeptanz, aber ich kann auch ein Risiko akzeptieren, obwohl ich es eigentlich gar nicht machen sollte. Bei der Tragfähigkeit, da geht es dann wirklich darum, ja, wir können dieses Risiko auch wirklich tragen, oftmals auch im Versicherungsumfeld halt zu sehen. Und Risikovorsorge, jetzt wirklich als letztes, das sind halt Vorkehrungen, die ich treffe. Proaktive Maßnahmen natürlich, sei es finanzielle Maßnahmen, irgendwelche Reserven zurückzulegen, irgendwelche Materialien zu haben, weitere Server, IT-Systeme, wie auch immer. Das mal so in aller Kürze die Begriffe, die es da gibt. Gucken wir uns die Risikoanalyse an. Die ist, man mag es kaum glauben, systematischer Ansatz. Und da muss man natürlich Risiken identifizieren, bewerten, die entsprechenden kritischen Prozesse und Ressourcen dazulegen, ne? Also ich habe dann ein Risiko, habe die Ressource, habe den Prozess, die sind halt diesem Risiko ausgelegt. Das muss ich regelmäßig tun, ja, weil ich kann ja durch Anpassung der Prozesse, durch Anpassung meines Unternehmens, der Organisation, kann sich das ja durchaus ändern. Von daher auch da. Immer wiederkehrend, wenn sich halt an den einzelnen Sachen was ändert, dann muss ich halt für die Änderungen auch nochmal eine Risikoanalyse angehen. Bei der Analyse finde ich die Schwachstellen raus. Die können dann immer technischen oder auch menschlichen Ursprungs sein. Auch das ist möglich. Menschlich kann dann natürlich auch organisatorisch sein. Also auch das ist denkbar. Es gibt da unterschiedliche Verfahren. Da können quantitative, qualitative Wahrscheinlichkeiten bei rauskommen. Quantitative sind Stückzahlen, Eurobeträge, alles solche Sachen. Qualitativ dann entsprechend auch andere. Und ich kann dann mit so einer Risikoanalyse die Gesamtbedrohungslage bestimmen, das Gesamtrisiko. Szenarien, sodass ich dann nachher auch weiß, wie sieht mein Risiko aus, welche Bedrohung habe ich und was sind nachher meine schützenswerten Assets, die ich da drin habe. Ja, so eine Risikoanalyse wird oftmals in vier, manchmal auch fünf Phasen aufgeteilt. Wir gucken uns mal vier an, das reicht. Relativ einfach, Phase 1, ich schaue mir die Risiken an. Also ich versuche, die zu identifizieren, überprüfe die Bedrohungen, die für meine Firma relevant sind.
Das kann auch was Geografisches sein oder weil ich einer bestimmten Branche zugehörig bin. Vielleicht habe ich mein Gebäude an irgendeinem Hang oder da ist ein See, ein Fluss, der über die Ufer treten kann. Ich gehöre zu einer Branche, die besonders gefährdet ist vor Hackerangriffen, was auch immer das ist, ne? Ich muss dann natürlich den Umfang beurteilen. Was sind meine Informationen dabei? Also was sind irgendwelche Daten? Was sind IT-Sachen? Was sind infrastrukturelle Themen? Wir sind nun mal hier informationslastig. Dazu gehört auch eine Liste von Hardware-Software-Schwachstellen, die ich irgendwo in meiner IT-Umgebung haben kann. Das können beabsichtigte oder auch unbeabsichtigte Schwachstellen sein. Unbeabsichtigte Schwachstellen oder Bedrohungen, das ist zum Beispiel, wenn ich was Falsches eingebe in ein System, das kann durchaus eine Bedrohung sein, was dann irgendwelche Auswirkungen dazu hat. Bekannte Schwachstellen, da muss man halt aufpassen, dass ich irgendeine Malware und solche Sachen. Also da gibt es verschiedenste Themen, die da entsprechend natürlich zum Tragen kommen. Ja, und dann, wenn ich die Risiken habe, dann muss ich natürlich die bedrohten Assets, die bedrohten Objekte identifizieren und entsprechend dokumentieren. Und dann habe ich im Idealfall nachher eine Übersicht der entsprechenden Assets, der Bedrohung und dann mit den dazu erkannten Schwachstellen auch und kann daraus dann Risiken ableiten nachher. Phase 2, wenn ich das halt alles gemacht habe, dann kann ich oder muss ich meine Eintrittswahrscheinlichkeiten beurteilen, natürlich auch entsprechende Folgen abschätzen oder konkrete Schäden abschätzen. Hier ist so ein bisschen aufgeteilt, ist so im Hintergrund von Phoenix Contact natürlich. Wir haben nicht nur den Fokus auf IT, sondern auch um diese Operational IT, da wo es halt um produzierende Unternehmen geht, die vernetzte Systeme und sowas haben. So eine Eintrittswahrscheinlichkeit beziehungsweise die Auswirkung dann davon, das kann halt unterschiedliche Ziele nachher beeinträchtigen, nämlich das Thema der Integrität, also die Veränderbarkeit von irgendwelchen Daten oder auch System der Verfügbarkeit. Ist es da, funktioniert oder die Vertraulichkeit? Vertraulichkeit ist dann so ein Thema natürlich, wer darf drauf zugreifen? Ist da eine Schwachstelle gewesen mit irgendjemand, der gar keine Berechtigung hatte, hat jetzt auf einmal Zugriff auf diese Daten? Und in dieser OT, dieser Operational Technology, da gibt es dieses Thema der Safety und Zuverlässigkeit. Da geht es halt um Systeme, die quasi immer funktionieren müssen, weil Mensch und also der Mensch mit seinem Leben da irgendwie natürlich mit drin ist. Soll heißen, so eine Safety-Funktionalität ist, wenn ein Roboterarm in einem bestimmten Bereich fährt, wo er irgendwie nicht fahren sollte und da bewegt sich dann vielleicht ein Mensch, dann kann der verletzt sein, dann werden sogenannte Safety-Prozeduren gestartet und da geht es halt sehr, sehr stark um das ganze Thema Zuverlässigkeit, weil das muss halt funktionieren. Ich sage immer, wenn E-Mail-Server mal 10 Minuten nicht geht, ist ärgerlich, aber dann wird die E-Mail 10 Minuten später verschickt. Wenn 10 Minuten lang irgendeine Anlage nicht gesteuert werden kann, bei irgendwelchen Energieversorgungen, Windkraftanlage, wie auch immer, dann geht die vielleicht kaputt dabei. Ja, ich klassifiziere das Ausmaß der Schäden einfach groß, mittel, geringe. Das gucken wir uns auch gleich an. Was können Auswirkungen sein? Schädigung des Unternehmensrufs ist ein so ein Thema. Ich kann einen Imageverlust haben. Ich kann natürlich auch irgendwelche Kosten auf einmal haben, weil ich was reparieren muss, was erneuern muss. Rechtliche Auseinandersetzung. Vielleicht war ich nicht lieferfähig, muss Strafgebühren zahlen. Kunden wenden sich von mir ab, Marktanteile, Gewinneinbrüche, Umsatzeinbrüche. Und was man nicht vergessen darf, demotivierte Mitarbeiter. Die gibt es wirklich und darf man nicht vergessen dabei. Phase 3. Das ist jetzt mal hier eine einfache Darstellung von so einer Übersicht. Ich habe hier in dem Beispiel ein paar Firewalls drin. In dem Fall Risiko. Es ist keine Redundanz vorhanden. Die Verantwortlichkeit ist dabei. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt? Der Schaden dazu. Daraus ergibt sich ein Risikowert. Das ist relativ einfach. 3 mal 2 ergibt 6. Dann haben wir hier, hat es Auswirkungen auf Vertraulichkeit? Nein. Auf Verfügbarkeit? Ja. Auf Integrität auch nicht. Maßnahmen kann ich entsprechend dort dokumentieren. Kann es dann, wenn ich diese Maßnahmen umgesetzt habe, eine erneute Risikobewertung machen und siehe da, auf einmal habe ich hier nicht mehr einen Risikowert von 6, sondern nur von 2 dahinter. Ne? Und so kann ich das dann für jede meiner Assets machen mit dem entsprechenden Risiko dazu. Und so bekomme ich dann eine schöne Übersicht, eine schöne Tabelle, kann daraus dann tolle Grafiken machen.
Na, da sieht man schon, dass hier unten, was so grüner Bereich ist, in dem Fall auch hier unten, Wahrscheinlichkeit des Auftretens, Ausmaße, Schadensfolge, hier genauso dargestellt. Das Grüne muss ich mir eigentlich nicht anschauen, weil das ist ein akzeptabler Bereich. Das Gelbe, da muss ich mir mal ein paar Gedanken zu machen. Da muss ich gucken, ob Aufwand Nutzen, um das zu betreiben, das irgendwie nach grün zu bekommen. Und natürlich ganz wichtig ist das hier oben, in dem Fall auch hier, ist der inakzeptable Bereich. Warum? Naja, weil es ist irgendwie schon fast existenzbedrohend, was hier oben in dem Bereich ist, und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und zu guter Letzt, dann sind wir auch durch mit der Risikoanalyse Phase 4. Da geht es dann um die Aggregation der gesamten Risiken, um dann halt ein Gesamtrisiko nachher zu bestimmen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, man kann nicht Risiko 1 plus 2 plus 3 rechnen, denn auch da gibt es entsprechende Wechselwirkungen oder auch Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Risiken. Deshalb ist das relativ schwierig und von großer Bedeutung, diese Einzelrisiken in Zusammenhang mit dem Gesamtrisiko zu bringen. Das müssen Sie unten nicht auswendig lernen. Das ist nur mal so ein Beispiel. Wer sich mit Mathematik auskennt, ich bin es nicht, muss jetzt mal nachlesen. Das ist das diskrete Choquette-Integral. Das ist halt so die flexibelste Aggregationsfunktion. Da kann man schöne Berechnungen mit ansetzen, brauchen Sie jetzt aber nicht für eine Risikoanalyse zu berücksichtigen. Das ist nur mal so ein bisschen Beispiel dafür, was so die Mathematik hergibt. Im Endeffekt, ich schaue mir die Einzelrisiken an, welche Auswirkungen haben die auf das Gesamtrisiko mit Wechselwirkung und Wechselbeziehung. Dann habe ich nachher ein Gesamtrisiko. Und wenn ich das habe, nämlich das Ergebnis der Risikoanalyse, muss ich mich natürlich mit der Risikobehandlung auseinandersetzen. Auch dafür gibt es einen Standard, was die ISO 31000 ist. Ja, dann gibt es nur diese Variante. Ich kann das Risiko, was hier halt aus der Analyse rauskommt, vermindern, reduzieren. Das mache ich, weil wir sprechen ja hier von technischen Systemen, irgendwelche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu integrieren. Also muss ich mein IT-Sicherheitskonzept ändern. Ich kann ein Risiko vermeiden. Dann verändert sich auch natürlich irgendwo der Prozess. Dafür muss ich dann einen neuen, aktualisierten Sicherheitsprozess haben. Ich kann Risiken übernehmen. Dann habe ich halt die Risikoakzeptanz. Dann muss ich das kommunizieren, die Transparenz dafür schaffen, dass alle, die an diesen Prozessen beteiligt sind, wissen, was halt mit diesem Risiko passiert. Oder ich transferiere es, übergebe das an Dritte, Versicherung, Outsourcing, der Klassiker, ich habe Dienstleister, die das machen. Und dann habe ich ein wirkliches Gesamtrisiko, was dabei rausgekommen ist. Also von daher Risikoanalyse, Gesamtrisiko aus der Risikoanalyse, und dann habe ich die einzelnen Sachen, die ich damit noch machen kann, und habe dann das finale Gesamtrisiko dabei. Ziel von allen Maßnahmen ist es natürlich, das Gesamtrisiko zu minimieren, bis zu dem Wert, wo denn so ein Unternehmen, die Geschäftsführung, das Management dieses Risiko dann trägt. Damit sind wir auch mit der Risikoanalyse durch, und werfen mal einen Blick auf alles, was so ein Notfall ist. Ne? Notfall hoffen wir immer, dass das nicht eintritt, aber auch das ist ein wichtiger Faktor in dem Business Continuity Management. Ziel dabei natürlich auch die Geschäftsfortführung durch die Absicherung der Verfügbarkeit der in dem Fall IT-Services, IT-Dienste, eine Anwendung, die man hat, IT-Systeme, die man hat, und natürlich auch die Informationen, die man dafür benötigt, das zu garantieren. Das Notfallkonzept an sich setzt sich zusammen aus dem Notfallvorsorgekonzept und dem Notfallhandbuch. Was das genau ist, schauen wir uns gleich mal genauer an. Wir sind ja hier in Deutschland, da gibt es so ein BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was eine sehr hoch angesetzte oder positionierte Behörde ist. Und die sagen in ihrem zentralen Dokument für die Notfallvorsorge, da ist halt dieses Notfallvorsorgekonzept das Dokument schlechthin. Und da sind entsprechende Strategien und Vorgaben, Aktivitäten aufgeschrieben, um halt technische und organisatorische Vorsorgemaßnahmen umzusetzen. Also was muss ich, was kann ich, was soll ich sogar im Vorfeld machen, damit vielleicht ein Vorfall gar nicht erst eintritt. Und was dann zu tun ist, wenn leider doch was eingetreten ist, nämlich die konkreten Maßnahmen und die konkreten Tätigkeiten mit der entsprechenden Dokumentation, um dann so einen Notfall zu bewältigen, das ist in dem Notfallhandbuch beschrieben.
Ja, und so setzt sich dann halt das Notfallkonzept zusammen. Einmal das Vorsorgekonzept, was ich proaktiv mache, und das Notfallhandbuch dann, was ich reaktiv mache. Da sind dann wirklich konkret die Handlungsanweisungen drin bei Problemen von, in dem Fall IT-System, was zu tun ist. Ja. Auch so beschrieben, dass auch Personen das machen können, die gar nicht tagtäglich vielleicht damit zu tun haben, weil es kann ja auch sein, dass die Ressource zum Beispiel des IT-Admins ausgefallen ist, und so muss man halt sehen, dass man das relativ gut beschreibt, dass auch Personen, die jetzt nicht tagtäglich mit den IT-Systemen arbeiten, vielleicht mit anderen Systemen und so, dass die das auch können. Ziel von der ganzen Geschichte, also Ziel des Notfallkonzepts, ist natürlich, um Ausfallzeiten zu verkürzen und irgendwelche Schäden zu minimieren, Schäden, Verluste zu minimieren, nur durch halt IT-Systeme oder IT-Probleme. Das Datensicherungskonzept darf man auch immer nicht vergessen, ne? Man macht immer viel, um irgendwelche Sachen aufzuschreiben, zu dokumentieren, zu analysieren, aber auch Umsätze. Das ist nämlich dann auch ein Thema, was in dem Notfallvorsorgekonzept drin ist, alles, was sich rund um Datensicherung dreht. Warum macht man das? Na, ich will natürlich irgendwo. Und Security ist immer so eine Sache. Angriffe, Manipulationen, da hackt mich einer, da verschlüsselt einer irgendwas. Aber es gibt noch viel, viel mehr Sachen, für das man Datensicherung braucht. Klar, technisches Versagen irgendwo. Oder auch, wem ist es nicht schon mal passiert? Der hat versehentlich was gelöscht. Der hat irgendeine Komponente unbrauchbar gemacht. Da wurde irgendein Software-Update gemacht, Firmware-Update gemacht. Danach ist das System nicht mehr so hochgefahren oder war im Werkzustand, was auch immer, ne? Also wenn halt Systeme oder Daten auch unbrauchbar geworden sind, verloren gegangen sind, warum auch immer, da waren Überschwemmungen, Feuer, Brand, kann alles Mögliche sein, brauche ich natürlich Datensicherung dazu, ne? Und auch da längere Ausfälle, Datenverluste zu vermeiden, muss ich halt in entsprechenden regelmäßigen Abständen Datensicherung machen. Fokus auf welche Daten? Natürlich die, die ich auch in der Risikoanalyse am höchsten eingestuft habe, also meine zu schützenswerten Assets. Das können halt Komponenten sein, auf denen dann auch Daten liegen. Davon muss ich halt entsprechende Sicherung machen. Und wenn ich halt davon keine Sicherung machen kann, dann muss ich mir halt überlegen, wie ich die anderweitig wieder ableiten kann. Kann sein, weil ich irgendwo was auf zum Beispiel Papier dokumentiert habe, weil ich irgendwelche Ablaufbeschreibungen irgendwo anders habe. Also ich muss die Sachen sichern, die ich nicht durch andere Möglichkeiten halt wiederherstellen kann oder ableiten kann. Was man nicht ganz vergessen darf, es muss halt auch eine Lösung sein, die aus Kostengesichtspunkten irgendwo vertretbar ist, ne? Also es kann nicht sein, dass ich irgendwie eine geringe Anzahl von Daten habe und muss dann horrenden Aufwand dafür betreiben. Das muss noch im Einklang stehen dabei. Was gehört zu so einem Datensicherungskonzept ganz klar dazu? Es muss zum einen mit der Geschäftsführung abgestimmt sein, aber auch mit den Fachabteilungen. Warum? Naja, Risikoanalyse, Geschäftsführung, Management ist dafür da, die Risiken in irgendeiner Form zu haben, zu tragen. Und andersrum, die Fachabteilungen kennen halt viel detaillierter die einzelnen Risiken dabei. Und oftmals ist es so, Fachabteilung muss in dem Fall nicht der IT Administrator sein, weil der weiß vielleicht gar nicht, der kennt vielleicht gar nicht die Kritikalität der Daten, die ich da sichere. Ne, der erkennt halt die IT-Systeme, weiß aber gar nicht, wie kritisch die Daten auch sind. Deshalb muss man da halt eng zusammenarbeiten. Was ist der Inhalt von so einem Konzept? Ich muss mir halt Gedanken machen, wann ich irgendwas sichere, ne, den Zeitpunkt, was weiß ich, nachts, freitags, Abend, wie auch immer, welches Zeitintervall. Täglich, wöchentlich, monatlich, Art des Backups, eine Vollsicherung, inkrementelle Sicherung, differenzielle Sicherung, also ich sichere alles oder nur Sachen, die sich verändert haben. Wie viele Generationen muss ich aufbewahren? Mache ich täglich eine Komplettsicherung und die letzten 7 Sicherungen behalte ich zum Beispiel? Oder mache ich täglich irgendeine inkrementelle und einmal in der Woche Vollsicherung? Und wie viel von denen bewahre ich dann auf? Das muss dann jeder selber entsprechend anhand auch der Risikoanalyse natürlich irgendwo für sich verankern. Welchen Umfang? Reicht es, irgendwelche Verzeichnisse, ganze Partitionen, ganze Systeme in irgendeiner Form, oder nur irgendwelche Konfigurationsdaten zum Beispiel? Welche Speichermedien, verwende ich dafür und wie bewahre ich die auf?
Habe ich so den Klassiker Bänder, ne? Wie lange sind die Bänder magnetisch? Habe ich CDs, DVDs, Festplatten? Ich weiß nicht. Habe ich eine Cloud-Sicherung? Alles solche Sachen irgendwo muss ich natürlich definieren. Die Verfügbarkeit, wie schnell muss ich da wieder rankommen? Weil ich gerade sagte, wenn ich das in der Cloud habe, da gibt es auch Dienste, die nicht so kostengünstig sind, weil da dauert es ein bisschen, bis da die Daten zur Verfügung stehen. Habe ich das irgendwo ausgelagert, in ein Bergwerk meine Festplatten gebracht? Sowas ist ja alles denkbar. Wer ist zuständig für diese ganze Durchführung der Sicherung? Oftmals der Administrator. Wer überwacht die auch? Auch ganz wichtig, ne? Zu schauen, oh, hat denn die Sicherung überhaupt funktioniert? Das wird oftmals vergessen. Na, wieso? Ich mache doch jeden Tag irgendeine Sicherung. Ja, aber keiner guckt, ob auch wirklich die sauber durchgelaufen ist. Und dann natürlich auch eine Dokumentation dafür. Ja, ganz wichtig, auch so eine Sicherung auch in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, weil nichts ist schlimmer als sagen, ja, ich habe das doch gemacht letzte Woche. Ich kann die Daten aber irgendwie nicht wiederherstellen, weil das Medium funktioniert nicht mehr oder sind nicht lesbar, warum auch immer. Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Wiederherstellungskonzept. Da geht es dann natürlich um die Maßnahmen, wenn was passiert ist, wenn etwas ausgefallen ist, wenn ein Notfall eingetreten ist, sei es in der IT oder auch natürlich irgendwo, was immer wichtiger kommt, diese Operational Technology, was ist dann zu tun, was muss dann eingeleitet werden. Dazu gehört natürlich Datenwiederherstellung an sich. Wenn man jetzt denkt, wir haben ja eben nur um Backup-Konzept gesprochen, aber man muss sich natürlich auch Gedanken machen um zu benutzende oder benutzbare Infrastruktur, um Hardware oder auch um die Organisation drumherum. Wenn wirklich irgendwie ein Gebäude abgebrannt ist, was ich keinem wünsche, dann muss ich jetzt halt schauen, wie ich die Infrastruktur auch wieder erstellen kann, wenn es irgendeinen Wasserschaden gab oder auch wenn Personen auf einmal nicht verfügbar waren. Ich sage mal, auch das haben wir leider alle irgendwie gerade da draußen zu erleben, wo Leute schwer erkranken und dann irgendwie nicht zur Verfügung stehen. Das ist halt alles nicht schön. Muss man in so einem Wiederherstellungskonzept natürlich berücksichtigen. Also entsprechende Rückfallsysteme definieren, bereitstellen, Rückfallorganisation, Personen, Ressourcen, alles, was dazugehört. Ja, natürlich muss auch ein Plan geben für so einen Notbetrieb. Da kommen wir zum Thema Business Impact Analyse, was wir vorhin hatten. Was ist denn jetzt wirklich Notbetrieb? Was sind meine kritischen Prozesse, meine kritischen Systeme, die ich dann für die Prozesse brauche? Das haben wir in so einer Business Impact Analyse vorher definiert. Ich muss entsprechende Wiederanfahrpläne, Wiederanlaufpläne erstellen. Welche Systeme sind voneinander abhängig? Das ist nicht zu unterschätzen. Oftmals ist das gar nicht so bekannt. Man muss natürlich auch solche Sachen machen wie USV-Tests, Diesel-Tests, wo irgendwelche Notstromversorgungen getestet werden müssen. Springen die wirklich an? Ist das eine Sache, auf die man sich verlassen kann dabei? Ist elementar wichtig dabei, ne? Und auch, man darf es nicht glauben, Überalterung von Medien und solche Sachen. Ich habe das alles schön hier in meinem Schrank sortiert, ziehe jetzt irgendwelche Bänder raus und die werden schon seit 2 Jahren benutzt. Puh, alles schon erlebt, sowas. Das ist nicht immer dann wirklich noch nutzbar. Auch ein spannendes Thema, diese ganzen Notfallübungen dazu. Dazu gehören natürlich die Notfallsysteme bzw. die Wiederherstellung von den entsprechenden Systemen, aber auch die Zuständigkeiten der Personen. Manche Personen wissen gar nicht, dass sie jetzt auf einmal da was tun müssen. Ich muss halt regelmäßig meine Daten versuchen zu rekonstruieren. Das ist ein schwieriger Prozess natürlich, weil man nicht immer an Live-Systemen was machen möchte. Mindestens aber, wenn sich an dem Datensicherungsverfahren oder Datensicherungskonzept etwas geändert hat, dann muss ich das natürlich nochmal testen. Ne? Wenn jetzt andere Medien zum Einsatz kommen oder andere Verzeichnisse vielleicht, dann auch schauen, dass man das natürlich wiederherstellen kann mit einem entsprechenden Nachweis dazu und das zyklisch natürlich auch zu tun. Funktionieren meine Datensicherung, funktionieren meine Rückfallsysteme, funktionieren meine Prozesse? Ich habe da ein kleines Beispiel aus meiner Vergangenheit, noch aus Vodafone-Zeiten. Die haben das auch in regelmäßigen Abständen gemacht und das größte Rechenzentrum damals der Vodafone in Deutschland hat leider ein paar Auswirkungen gehabt, nachdem man so einen Test gemacht hat. Das war alles super. Das größte Rechenzentrum mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungen ausgestattet.
Und man war so weit, dass man beide Stromversorgungen getrennt hat, von zwei unterschiedlichen Energieversorgern auch. War alles super. Die großen Batteriepacks, die USVs sind, haben kurzfristig übernommen. Server, die nicht so wichtig waren von ihrer Kritikalität her mit Systemen drauf, wurden runtergefahren. Hat alles prima geklappt. Der Diesel ist angesprungen, ne, weil irgendwann sind ja auch dann die Batterien am Ende. Diesel ist angesprungen. Alles prima. Man hat überall einen grünen Haken dran gemacht. Dann hat man gesagt, alles klar, hat funktioniert. Liebe Stromanbieter, schaltet mal wieder die Verbindung her. Stromanbieter 1 hat es gemacht, der fand es nicht lustig, weil es Überspannung gab, weil das ganze Rechenzentrum auf einen Schlag wieder angeschaltet wurde oder wieder angebunden wurde, wurde die Verbindung wieder getrennt. Stromanbieter 2 ist das gleiche Phänomen, war erstmal nicht tragisch. Aber keiner hat berücksichtigt, dass nach vielen, vielen Stunden der Kraftstofftank alle ist von dem Diesel. Von dem Notstromaggregat. Und dann war das gesamte Rechenzentrum aus. Und da sind auch Dienste für andere Länder gelaufen, Payment-Dienste und sowas. Es hat noch über eine Woche gedauert, bis man es geschafft hat, dass alle Systeme wieder am Leben waren. Man kannte nicht mehr alle Abhängigkeiten. Das waren teilweise Systeme, die da über Jahre liefen, die Leute schon gar nicht mehr im Unternehmen waren. Also so eine Notfallübung muss man wirklich tun, um auch sowas zu erleben. Die sind wichtig, weil wenn das wirklich in einem Ernstfall passiert, wäre es noch schlimmer gewesen. Aber im Endeffekt ist nachher sogar ein Ernstfall raus geworden. Gut, gucken wir uns den letzten Block an, die Audits. Da geht es darum, natürlich gerade im Bereich von IT-Sicherheit entsprechende Audits durchzuführen, wenn man so diesen IT-Grundschutz befolgen möchte, wenn man den einen oder anderen Sicherheitsstandard befolgen möchte, sowas wie eine ISO 27000, dann gehört das mit dazu, dass jemand kommt und da entsprechend Überprüfung zu macht. Da geht es natürlich um Planung, um die ganze Dokumentation. Und natürlich auch um die Weiterentwicklung von diesen ganzen Prozessen, die man da im Unternehmen hat, alle, die sich mit dem Thema Informationssicherheit auseinandersetzen. Und so eine Audits, die können halt unterschiedlich ablaufen. Am sinnvollsten ist natürlich, wenn man da vorher mit der Geschäftsführung, nein, also da muss man natürlich mit der Geschäftsführung drüber sprechen, da oder mit dem Management entsprechende Absprachen tätigen. Die können passiv, aktiv oder auch aggressiv durchgeführt werden. Was das bedeutet, da kommen wir gleich noch dazu. So ein Klassiker dabei ist eine IT-Sicherheitsanalyse, das ist eine Bestandsaufnahme der IT-Struktur, die man hat, mit so ein paar Tests, die da gemacht werden. Da kann eine Belegschaft befragt werden. Social Engineering kann da gemacht werden. Es können auch schon Security-Scans gemacht werden mit irgendwelchen Tools, die in so ein Netzwerk reingehangen werden. nLab ist ein so ein Beispiel, Wireshark, der ein oder andere, der sich schon mal irgendwelche Netzwerkkommunikation angeschaut hat, der kennt bestimmt Wireshark. Vulnerability-Scanner gibt es, auch Open-Source-Tools dafür. Vulnerabilities, die dann Systeme scannen und entsprechend sagen, was gibt es denn da für Schwachstellen? Da ist noch eine alte Firmware, eine alte Software drauf, da ist irgendein Port offen, das muss doch alles gar nicht sein. Na, das sind so Sachen, die gehen dann eher von passiv, weil man sich irgendwelche Sachen anschaut, gehen die schon durchaus in aktiv rein, gerade zum Vulnerability-Scanning, weil halt da so Systeme wirklich angesprochen werden, abgefragt werden. Ne? Ich kann aber auch irgendwelche Zugangskontrollen mir anschauen, wer hat wie Zugriff drauf. Das kann sogar örtlicher Natur sein. Komme ich irgendwo in irgendwelche Gebäudeteile mit rein? Ja, das gibt es da definitiv. Also auch alles, was so physischen Zugang und sowas bedeutet, weil dann kann ich neben physischen Zugang vielleicht, weil ich direkt an das Hauptsystem komme, kann ich auch Zugriff auf Dateien bekommen, kann ich Zugriff auf Daten bekommen, auf Anwendungen. Wenn man da ein Stück weitergeht, dann sind das die Penetrationstests. Da hört man auch immer mehr davon, auch das größere Unternehmen. Auch in Berlin war ein großes Unternehmen vor einigen Monaten, auch in diversen Tageszeitungen, die Berliner Wasserbetriebe, die haben sich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt, haben Penetrationstests beauftragt. Und da geht es darum, nicht nur Schwachstellen zu finden, sondern auch versuchen, diese aktiv auszunutzen, ne? Und dann halt durchaus auch in Systeme einzudringen. Das kann ich unterschiedlich machen. Ich kann Angriffe simulieren von außen, wo ich dann wirklich da Systeme habe, die über Internet erreichbar sind oder dann übers Internet nach innen man irgendwie reinkommt, oder ich kann es gleich innerhalb des Firmennetzwerks machen.
ist dann auch so unter diesem Begriff des Friendly Hackings oder White Hat Hackings genannt, weil halt da schon ein paar Sachen bekannt sind, weil man halt schon die eine oder andere Hürde freiwillig überwinden konnte, weil einem der Zugang gewährt wurde. Als Informationsbasis kann dann sogenanntes Blackbox, Graybox oder Whitebox genutzt werden. Blackbox heißt, dass der Angreifer gar nichts weiß darüber. Er hat halt vielleicht nur den Zugriff und weiß sonst gar nichts. Graybox hat er ein paar Informationen und Whitebox, da kennt er schon die Systeme, die wurden ihm benannt und er soll dann halt aktiv das ein oder andere System ansprechen. Aggressivität, passiv, vorsichtig, abwägend, aggressiv. Ja, kann man sich vorstellen, bei aggressiv kann dann auch so ein System in die Knie gehen, kaputt gehen, Verfügbarkeit beeinträchtigt sein und sowas alles, ne? Umfang, ich mache es vollständig begrenzt oder fokussiert. Vollständig heißt, alles, was gefunden wird, da kann man was machen, begrenzt nur auf einen bestimmten Teil und fokussiert nur ausgewählte Systeme nachher dabei. Und auch da wieder offensichtlich irgendwas zu tun, weil es so gewünscht ist oder halt verdeckt zu machen. Oftmals ist es so, es ist ein Stück weit Blackbox oder Graybox, dann doch begrenzt und verdeckt. Ja. Techniken. Das fängt halt an, dass man technischer Natur versucht, irgendwie Zugriff zu erlangen, über alle mögliche von Kommunikation zu überwachen, Informationen darüber rauszubekommen, physischen Zugang zu erlangen, sogenanntes Piggybacking. Also ich springe bei jemandem irgendwie auf dem Rücken. Ah ja, ich telefoniere gerade am Handy und ich gehe schnell mit durch die Tür. Ne? Mal gucken, wer da so reinkommt. Social Engineering Sachen, sowas kann auch für Penetrationstests alles genutzt werden. Sehr wichtig dabei, klare vertragliche Regelungen über die Art und auch den Umfang und die Ziele zu definieren, weil ich spreche aus Erfahrung, der ein oder andere Penetrationstester ist auch Spielkind und versucht immer weiter voranzukommen und immer mehr Erfolge zu haben. Das muss man wirklich klar definieren. Also, was ist das Ziel davon? Wo soll wirklich das ganze Thema beendet werden? Und wichtig ist dabei, die Ergebnisse sollten natürlich ausführlich nachher dokumentiert sein, verständlich dokumentiert sein. Es bringt nicht so viel, wenn ich da irgendwie ein Dokument habe mit 200 Seiten, wo die ganzen Findings drin sind. Und dann soll, ich sage mal, ein Management sich das irgendwie alles anschauen. Es muss immer die einzelnen Berichte auf den Kreis der Adressaten natürlich irgendwo ausgerichtet sein. Und am besten noch mit konkreten Handlungsempfehlungen, mit Vorschlägen, was halt zu tun ist, um die Situation zu verbessern. Ne? Dazu gehören dann auch Dinge, die nicht nur technischer Ebene sind, sondern auch organisatorisch. So wie ich gerade sagte, da ist vielleicht jemand mit reingekommen, warum auch immer. Awareness der Mitarbeiter schaffen und sowas alles. Ja. Da sind wir im Endeffekt schon mit durch. Nochmal kurze Zusammenfassung, über was wir heute gesprochen haben. Thema Business Continuity Management, der Oberbegriff für alles, was halt dafür steht, um die Fortführung der Geschäftstätigkeit sicherzustellen und das unter den entsprechenden Krisenbedingungen, beziehungsweise auch unter den unvorhersehbar erschwerten Bedingungen. Das kann auch so ein Corona-Thema sein, Covid-19, was wir aktuell haben, für das ein oder andere Unternehmen überlebensfähig, nur dann, wenn es ein Business Continuity Management vorher hatte oder vielleicht daraus gelernt hat und jetzt eins umsetzt. Risikoanalyse, kurz drüber gesprochen. Mit den vier Phasen, die es da gibt. Ergebnis ist nachher das Gesamtrisiko, was dann für das Unternehmen oder für den Bereich, den man dort betrachtet hat, dann übrig bleibt. Notfallplanung, das sind die ganzen Prozesse, die dann zu tun sind, wenn so ein entsprechender Vorfall eintritt. Darüber das Notfallkonzept an sich. Auch da wieder geht um die Geschäftsfortführung durch die Absicherung natürlich der einzelnen Dienste, die man da hat, der einzelnen IT-Dienste, deren Verfügbarkeit. Wenn ich halt irgendwo technisches Versagen habe, wenn ich aus Versehen Daten gelöscht habe, unbrauchbar geworden sind, falsche Daten eingegeben habe, Komponenten nicht mehr zur Verfügung stehen oder die halt verloren gegangen sind, dann was ist zu tun in meiner Notfallplanung dazu? Und dazu gehört dann natürlich auch alles, was sich rund um Datensicherungskonzept dreht. Das ist alles die Daten natürlich, die ich in meiner Risikoanalyse als entsprechend oder mit der entsprechenden Kategorisierung eingestuft habe, die
Datensicherung so durchzuführen, in einer wirtschaftlich sinnvollen Aktivität dazu. Und natürlich auch da, falls es Verlust gab, falls es Ausfall gab, da die Datenkomponenten diesen Ausfall zu minimieren. Wiederherstellungskonzept, da geht es darum, alles wieder zu ersetzen, Daten wiederherzustellen, Infrastruktur wiederherzustellen, Organisation, Ressourcen mit entsprechenden Plänen auch für den Notbetrieb, zyklische Überprüfungen in Form von Notfallübungen, was ich eben sagte, zum Beispiel Stromversorgung, das ist eigentlich so der Klassiker, den man macht, das auch auf Praktikabilität der einzelnen Datensicherung, der Rückfallsysteme und auch der Prozesse zu überprüfen. Und eben zum Schluss das ganze Thema Audits, da nochmal zu schauen, meistens durch einen Externen, der diese ganzen Gegebenheiten überprüft, da nochmal einen anderen Blick drauf hat, Sicherheitsanalysen durchführt, Bestandsaufnahmen durchführt, Schwachstellen darstellt. Auch diese Schwachstellen kann ich oder ich kann so eine Sicherheitsanalyse auch vor meinem ganzen BCM-Prozess starten, um dann halt in der Risikoanalyse schon die ein oder andere Schwachstelle zu haben und dann danach das auch nochmal zu machen. Penetrationstesting, so ein bisschen die Königsdisziplin, da geht es dann auch um die Ausnutzung der Schwachstellen mit möglichen Folgen und natürlich auch Handlungsempfehlungen. Das wäre da entsprechend in den Audits zu finden alles. Dann kann ich nur jetzt sagen, danke für die Aufmerksamkeit, für dieses trockene Thema durchaus, aber wichtiges Thema, auch gerade in den heutigen Zeiten. Und gerade IT-Systeme werden immer wichtiger, werden immer mehr Bestandteil der Wertschöpfungskette. Da ist es wichtig, halt sowas zu haben dabei. Ein paar Minuten haben wir noch übrig, so war es natürlich auch geplant. Von daher gerne, wenn Fragen sind, wenn Ideen sind, können wir dazu gerne jetzt sprechen. Genau, also auch nochmal vielen Dank von meiner Seite für die Präsentation, Thorsten. Wie immer vollgespickt mit Informationen. Hast auch das trockene Thema, denke ich, sehr gut aufgearbeitet. Und die Stories, die du nebenbei erzählst, die machen das natürlich ein bisschen lockerer. Die sind natürlich auch sehr interessant für alle anderen. Also genau, wie du schon meintest, wenn jetzt noch Fragen sind, gerne direkt reingeben, die Fragen entweder in den Chat oder einfach das Mikro anstellen und Kamera, wenn gewünscht. Also wir haben noch ein paar Minuten. Da ist, glaube ich, was im Chat gekommen. So, im Chat, dies kann ich absolut begrüßen, die Stories waren sehr gut, danke. Genau. Vielen Dank. Ja, ruhig Mut. Ich glaube, wir haben alle die Möglichkeiten, dort die Mikros zu öffnen. Wir sind eine kleine Runde. Wir können das ja sehr intim halten und gleich in direkten Kontakt gehen. Mir fällt jetzt auch ein, im privaten Umfeld hatte ich nämlich gerade ein Gespräch dazu zu Literacy-Software, wo zum Teil die Programmierer nicht mehr im Unternehmen waren. Und also man hätte ja gehofft, sie sind in Rente, aber nein, sie waren schon an einem ganz anderen Ort, wo große Probleme da in diesem Unternehmen aufgetreten sind. Also man kann das, glaube ich, gar nicht früh genug auf der Agenda haben. Und ja, so trocken fand ich das Thema jetzt gar nicht. Oh, da ist was reingekommen, Mario. Aber danke, Thorsten. Also ich fand es wirklich hochspannend und man muss sich dem Thema einfach mal widmen. Ja. Also Frage, welche Tools kennen Sie, welche passen gut zu einem Risikomanagement, SMS oder BCMS? Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt immer so ein bisschen auf die Größe an und ich sage, es fängt schon klein an. Da kann selbst Excel ein gutes Tool dafür sein, wenn man entsprechend Sachen dokumentiert oder Datenbanken, die man dafür anlegt. Ansonsten sind so ISMS-Systeme, ja, ich glaube, da können wir gerne mal im Nachgang drüber sprechen. Es muss wirklich dafür so ein Unternehmen passen. Das sind halt wirklich große Monster, oftmals auch noch irgendwo ein Stück weit angepasst an das Unternehmen, wo halt Prozesse dokumentiert sind, wo Dokumente abgelegt sind. Wenn es jetzt rein darum geht, Prozesse zu dokumentieren, dann kann man sogar Open-Source-Sachen verwenden, wie sowas wie Confluence, Jira und solche Sachen, die man selbst für solche ISO-Zertifizierung, also so eine ISO 27.000 oder auch Qualitätssachen, ISO 9000-Sachen ranziehen kann, die gar nicht so große Aufwände bedeuten. Also da gibt es, ich sag mal, einiges, was man so finden kann. Müsste man dann wirklich mal schauen, was so die Anforderungen dafür sind. Ja.
Okay, noch andere Fragen von anderen Teilnehmern? Okay, scheint erstmal nicht der